ist ein zusammenhängender Abschnitt gewesen. So, wunderschöne Farben, oder? So, wir haben es 12.50 Uhr. Die UV schaltete vor in Richtung 10. Da die UV zu hoch ist, muss man ja deckeln, damit die UV gedeckelt bleibt. Und die UV werde wieder etwas sinken. Momentan stehen die bei 8,8 bis runter auf 7,8 im Wechsel. Je nachdem, was für eine Front gerade vor der Sonne ist. So wie hier. Unter diesem Himmel messe ich. Jo, Moment. 8,1 auf die Schnelle. Wenn man dann sieht, die schönen Muster da drinnen, kann man sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Aber das sind immer ganz normale Winde, ganz normale Muster. Das wird früh schon mal gesagt gehabt. Herr Syring, eigentlich der erste deutsche Wetterexperte schlechthin, hat sich das so wohl sicherlich nicht gedacht gehabt. Jo. Sieht ja aus wie schöne Zierenwolken mit anderen Mixwolken dazwischen. Wie gesagt, was man sieht, ist das eine. Aus was es entstanden ist, ist eine andere Sache. Ich hoffe, die Kamera bleibt scharf. Weil wenn ich da oben reingehe mit der Kamera, mag die Kamera plötzlich nicht wirklich. Warum wohl? Was ist denn, wenn die Technik die Mikroelektronik der Kamera plötzlich aussetzt? Muss irgendwie gestört sein. Und das haben schon andere angemerkt und mir bestätigt mittlerweile. Da oben haben wir eine runde gehackerte Milch mit Streifen drin. Kann man nicht meckern. Wenn wir darüber gehen, wie das da ausschaut, kann man auch nicht meckern. Mit diesen schönen Mustern. Nordwesten. Sieht aus wie ein Anker da drinnen. Oder Mr. Captain Hook von Peter Pan. Da kommt eine geschlossene Front, die wird dann auch aufgeteilt. Oder schließt sich halt, je nachdem. Ja, sieht das schön aus, ne? Kann man nicht meckern. Muss halt nur. In dem Fall auch die Details beobachten und anhand der Details das Gesamtbild aufschlüsseln. Was würdet ihr sagen, was das da oben ist? Ist lustig, ne? Jo, das zum Rundumblick. Mittagszeit, der Höchststand ist in knapp 10 Minuten erreicht und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Schön, schaut's aus.